Adobe hat ja wieder ein Update gemacht. Neu heißt Illustrator, Adobe Illustrator 2020. Das CC im Namen, also Creative Cloud, fehlt völlig. Jetzt gibt es eigentlich zwei Stolpersteine, da werde ich immer wieder gefragt. Neu arbeitet Adobe ja mit diesem Eigenschaftenpanel. Das ist nicht schlecht, aber viele vermissen oben die Steuerung. Und unter Fenster Steuerung können Sie diese wieder einschalten. Ich empfehle das auch den meisten Kunden, dass sie das einschalten und dann können sie links oder eben oben das anwenden. Das zweite, das ein bisschen verwirrend ist, ich habe nur noch reduzierte Werkzeuge. Und die kann ich über diese drei Punkte hier unten ändern. Ich klicke auf diese drei Punkte. Dann kann ich nicht auf alle Werkzeuge klicken, sondern ich muss in die Optionen und dort kann ich sagen erweitert. Und dann habe ich wieder all meine Werkzeuge. Also nochmals auf diese drei Punkte, in die Optionen und dann auf erweitert. Dann haben Sie wieder alle Werkzeuge. Hier könnte man auch noch eigene Sets zusammenbauen. Aber ich glaube, wenn man diese beiden Stolpersteine übergehen kann, hat man mehr Freude am Arbeiten in Adobe Illustrator 2020.